Voll krass, ey. Nichts los. Nichts los. Wahnsinn. Kanzler, wartet. Servus, bin wieder mehr. Haben wir jetzt umentschieden, nicht über die Berge zu fahren. Wollte eigentlich über Saragossa, nach Huesca, nach Po und dann über Frankreich heim. Heim aus Deutschland. Haben wir aber entschieden, ans Meer zu fahren, weil da oben ist es wirklich arschkalt. Außerdem wollte ich mit dem Hans noch in Huesca treffen. Der bleibt aber noch weiter südlich. Und kommt erst relativ spät dort an. Da haben wir gedacht, naja, 3, 4 Wochen warten dort ist jetzt blöd. Ja, beste Entscheidung ever. Nebensaison, nichts los. Ist irre da. Wahnsinnig schön. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen stehen kann. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Da sind massig Campingplätze in der Nähe. Aber. Naja, schauen wir mal, ob da irgendjemand was dagegen hat. So, ich hab Hunger, war eine lange Fahrt heute. Und jetzt machen wir mal Nudeln. Ich habe schon ewig lang keine Nudeln mehr gehabt. Normalerweise ist Nudeln so ein Gericht, wo man sagt, oh, geht schnell, mache ich mal öfters. Ab und zu habe ich ja keine Nudeln mehr sehen können. Und jetzt fängt es wirklich auch noch ein bisschen zum Tröpfeln an. Nichtsdestotrotz, Nudeln bei Regen schmecken genauso gut. Pfiat euch. Servus. Ist doch ein bisschen kälter und windig. Mir treibt sogar Tränen down vom Wind und Nasen gleich zu. Komisch. Aber es riecht halt auch irgendwie nach den. Ich weiß nicht, ob das Kräuter sind hier. Na, jedenfalls riecht es extrem intensiv. Ich glaube, dass das dieses Heckendings da ist. Naja. Ja, ich bin jetzt irgendwo zwischen Valencia und Barcelona. Ist eher ausgestorben hier. Ich glaube, dass das eben ja saisonbedingt hier ist. Es ist nur alles geschlossen. Wenige Leute hier, hauptsächlich Rentner, die mit den Hunden spazieren gehen. Ja. Ganz angenehm, super ruhige Nacht gehabt. Ganz schön und Meer ist super, Meer ist top, Meer ist einfach Meer. Ja, gut. Werde auf jeden Fall nur eine Nacht da bleiben und morgen Richtung Barcelona weiterfahren. Ich fahre nicht bis Barcelona, aber naja, ich schätze mal so 50 Kilometer davor werde ich wieder anhalten. Und ja, was quatschen eigentlich schon wieder? Das schaut so selber. Fahrt einfach mit und seht es. Ja, was auch voll schön ist, dass hier die ganzen Sitzgelegenheiten in verschiedenen Mosaiken da gebaut sind. Finde ich echt gut. Ist ein super schöner Park hier. Glaub, dass hier im Sommer richtig zugeht.
Da vorne steht mein Wohnmobil. Da gehe ich jetzt hin und werde ein bisschen Video schneiden. Das habe ich in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, muss ich zugeben. Bin ja nicht so zufrieden, wo es das gerade angeht. Aber das sind meine Videos und ihr müsst es anschauen. Super FPV-Film. Oh, und ich hab kein Quad mehr. Waffanculo. Ah ja, da vorne hab ich die Nacht übernachtet. Und gut geworden. Hab per Park for Night App wieder meinen Nachtplatz gefunden. Hier an der Promenadenstraße. Und ja, da stehe ich. Eigentlich ein schönes Fleckerl, aber mit den vorbeifahrenden Autos extrem laut. Tja, die Nacht hat es gescheit geregnet. Und oh Wunder, das war das erste Mal, dass nicht einer geregnet hat. Nicht das erste Mal, es hat schon mal geregnet. Und ich habe keine Feuchtigkeit mehr drin. Ja, das ist schon mal ein Riesenvorteil. So, jetzt geht's weiter. Richtung Barcelona. Hoffentlich ist der Stellplatz die ganze Mühe wert hier. Irre. Da bin ich gespannt, womit es da hinbringt. Nicht wirklich wert. 20 Kilometer Serpentinen. Da denkst du, in einem kleinen Städtchen, mitten in einem Nationalpark, wäre es ruhig. Aber hier geht's zu. Neben mir ein Riesenhund, der die ganze Nacht kläfft. Um die Wette mit einem anderen hier irgendwo. Ja, dann fahren die Jugendlichen den Berg da wie irre ohne Auspuff auf. Also hätte ich keine Ohrenstöpsel, hätte ich wahrscheinlich nicht schlafen können. Ja, das heißt auf jeden Fall, ich fahre weiter. Und zwar nach Girona. Und auch aus dem Grund, weil mein Handy irgendwie spinnt. Das lässt sich nicht mehr aufladen. Nachbar, ob da jemand drin wohnt, ich habe noch keinen gesehen. Aber oben hat er neue Solarpanels drauf. So, und jetzt gibt's Essen.
ist ein ganz Händel, ja. So, vor mir die Pyrenäen. Und über die werde ich heute noch drüber oder unten durch. Grenzübergänge hier. Servus. Heute bin ich einige Kilometer wieder gefahren und ich bin jetzt in Frankreich.